Hallo Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, da geht es schon weiter mit meiner Trainingsserie. Mein sogenannter Fünfer-Spielplan. Den stelle ich euch hier mal jetzt komplett vor. Und den durchlaufen wir. Und heute kommt der absolute Spaßtag dran. Nämlich die Arme, Bizeps, Trizeps. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Schauen. Zieht euch die Videos rein. Und anschließend reden wir wieder über die Sache. Hierzu. Also beginnend habe ich angefangen mit dem Trizeps mit der sogenannten French Press oder Handover Press oder Sky Crushers oder wie auch immer genannt, oder manche nennen es auch einfach Trizeps drücken, also da gibt es Namen ohne Ende, hat ein bisschen was mit der Positionierung zu tun, ob man es auf die Nase legt, den Kopf und den Mund, aber darum geht es jetzt nicht. Ich empfehle euch, macht euch die Übung so, wie ich sie euch heute vorgemacht habe, so ist es effektiv und bringt auch was. Hier habe ich wieder wie immer mit einer Pyramide gearbeitet. Bei der French Press habe ich angefangen mit 12, 10 und 8 Wiederholungen. Schöne, saubere, langsame Bewegungen, wie gewohnt von mir. Und wichtig sind auch wieder diese Mini-Stocks. Und wichtig bei der Übung, es bewegt sich nur der Unterarm. Nur dieses. Der Arm geht nicht mehr so hoch und runter. Also die Schulter bleibt fix. Du fühlst die Hand quasi hinter dem Kopf und drückst nur den Trizeps sauber durch. Und mehr nicht. Mehr bewegt sich da nicht. Und weiterer Tipp ist, die Arme nicht so ausgestellt, sondern so eng wie möglich zusammen. Also wenn ihr die Stange habt, drückt sie hier zusammen. Dann habt ihr den optimalen Arbeitswinkel und der Trizeps kann voll kontrahieren. Und dann habt ihr am maximalen Erfolg auf der Übung. Ja, als zweite Übung kann man sich aussuchen, ob man da auch mischt. Geht auch in Supersätzen oder so. Ich habe jetzt den Trizeps durchgehend trainiert. Da habe ich als nächste Übung den Trizeps hier am Seilzug mit dem Tau, wo ich unten quasi schön auseinanderziehe. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man so zieht oder auseinander. Ich habe bewusst die Variante gewählt, dass wir unten auseinanderziehen. Selber Spiel, der Ellbogen bleibt fix und bewegt sich nur der Unterarm weg. Mehr nicht. Und da geht es einfach darum, dass ihr schön sauber auseinanderzieht, damit ihr auch einen maximalen Punkt bekommt. Und dadurch, dass das, wie soll man sagen,
eine etwas isoliertere Übung auch ist, finde ich sogar noch für mich persönlich fast isolierter wie die French Press, obwohl es beides so gesehen reine Isolierungen für den Trizeps sind, aber ich komme mit der noch besser rein, bin ich da ein bisschen höher vom Wiederholungsbereich gegangen und zwar habe 15, 12 und 10 Wiederholungen gemacht. Ebenfalls drei Sätze im Pyramidensystem und ich finde es ganz gut, wenn man als zweite Übung ein bisschen höher geht von der Wiederholungszahl, pumpt man gleich schön Blut rein, weil die dritte Übung habe ich dann einen kleinen Tick schwerer gemacht. Und da habe ich nämlich dann das Engbankdrücken gewählt. Da hat man automatisch auch noch eine leichte Kontraktion auf der Brust. Natürlich in den engeren Griff und die meisten machen Engbankdrücken falsch, das zeige ich euch mal. Wir haben zwar den engen Griff, aber die drücken dann noch so. Kann man machen, kommt man sicherlich rein. Besser kommt man rein, wenn man so einen Bogen macht und quasi so drückt. Schaut es euch notfalls nochmal an, spult es zurück in dem Video, wie ich das da gemacht habe, weil so habt ihr optimale Ergebnisse auf dem Trizeps, ebenfalls mit der Pyramide, drei Sätze, hier jetzt aber 10, 8 und 6 Wiederholungen. Und so sind wir in verschiedenen Wiederholungsranges am Weg gewesen, so ist es auch meiner Meinung nach maximal effektiv und probiert es mal aus. Anschließend habe ich quasi den Trizeps befeuert, beginnend mit Bizeps SZ Curls, die klassischen im Stehen. Wichtig hierbei, der Arm bleibt schön am Körper, leicht nach vorne geneigt und der wandert hier nicht hin und her. Also wirklich nur Unterarm nach oben beugen, Bizeps maximal kontrahieren. Ebenfalls wieder eine Pyramide, beginnend mit 12, 10 und 8 Wiederholungen. Als zweite Übung habe ich dann die Kurzhantel Hammer Curls gemacht. Die habe ich dann gleich einen Ticken schwerer gemacht, ebenfalls Pyramide 10, 8 und 6. Bei der Übung ist eigentlich super easy, selbes Spiel. Der Arm geht auch nicht hin oder her, der bleibt still. Nur der Unterschied ist der Griff nicht so, sondern wir ziehen im Hammer hoch. Hier empfehle ich euch, zieht sie wirklich sauber einzeln hoch, konzentriert euch im Wechselspiel links, rechts. Zur Schule zur automatischen besseren Muscle Mind Connection. Und die Übung wird für euch mega, mega effektiv. Denkt dran, ihr trainiert hier oben Brachioradialis etc. und solche Geschichten. Der hier sorgt dafür, dass hier oben auch auseinandergedrückt wird. Und generell mit diesen Trizeps- und Bizepsübungen kriegt ihr auch einen richtig schönen Ärmel. Das ist ja das Ziel, was wir alle haben wollen, oder? Ja, und zu guter Letzt, bei der ganzen Geschichte habe ich mich dann noch hier schön an die Seilzüge gestellt und quasi noch ein bisschen ausgepumpt. Das Auspumpen berät natürlich jetzt auch schon wieder, dass wir hier einen leicht höheren Wiederholungsbereich gewählt haben. Ebenfalls eine Dreierpyramide mit 15, 10 und 12. Hierbei gilt eigentlich nur zu beachten, zieht es euch nicht hier vorne rein, sondern eher Richtung Kopf oder besser sogar noch von der Seite gesehen, schön hinten rein, haltet das Ding hier kurz, quasi spannt es bewusst, voll den Bizeps an, jetzt hat es bei mir gleich noch geknackst, weil ihr es gehört habt, haltet den Druck kurz schön aufmachen, nicht ganz durchstrecken, kurz vor der kompletten, vom kompletten Stretch stoppen und wieder voll zurück in die Kontraktion, kurz halten, Druck geben und return. Das war's. Ja, wen das Ganze noch näher interessiert, tragt euch gerne mal unten ein für mein Hardcore Muscle Coaching, für eine kostenlose Strategie-Session mit mir. Denn hier kriegt ihr noch wesentlich mehr solcher Tipps, absolut Mehrwert für euch, vor allem der euch im Training voranbringt. Und ich gehe dort quasi auch mit euch den Weg 1:1 bis zu eurer vollkommenen Transformation. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder viel Spaß und bis nächsten Sonntag. Haut's rein!